Harmonische Systeme sind dumme Systeme. In der Natur entsteht Ordnungsmuster immer aus Widerspruch, nicht aus Harmonie. Das heißt, wenn Sie wirklich komplexe Ordnungsmuster haben wollen, erhöhen Sie bitte die Unterschiedlichkeit im System. Geben Sie Querdenkern eine Chance. Lassen Sie die Störer zu. Und das ist fast trivial, bauen Sie Netzwerke. Weil in dem Moment, wo Sie ein Netzwerk bauen, schaffen Sie eine Situation, wo die nichtlinearen Rückkopplungseffekte immer wieder für das Auflösen von stabilen Zuständen sorgen. Das heißt, Rückkopplungsmechanismen und Diversität sind extrem positiv für Kreativität. Und also bauen Sie Systeme, die stören. Weil Systeme, die nicht stören, sind immer stabilitätsorientierte Systeme. Wenn jetzt unsere Welt immer komplexer wird durch Vernetzung, kann man sagen, die einzige Lösung, die wir haben kann, ist Komplexität durch Vernetzung. Für die Zusammenarbeit mit KMUs und auch so vor dem Hintergrund der Frage, so mit traditionalen Geschäftsmodellen, ich denke, warum Design Thinking da gut funktioniert oder auch in der Vergangenheit bei uns in Projekten teilweise wirklich sehr gut funktioniert hat, liegt daran, dass wir die Menschen im Unternehmen mitnehmen. Also nichts kann einen stärker in Starrheit versetzen als die Angst vor Veränderung. Einfach auch die Angst, das traditionelle Geschäftsmodell läuft irgendwie aus, die Halbwertszeit ist überschritten. Und das führt dazu, dass man eigentlich eher verharrt, also eher Angst hat, sich zu bewegen, weil man Angst hat, was verkehrt zu machen. Und diese Angst nimmt letztendlich so ein bisschen der Design Thinking Prozess, weil er baut auf Iterationen. Sprich, man ist sozusagen erstmal nicht dem Erfolgsdruck ausgesetzt. Die nächste Idee muss die große zündende Idee sein. Man kann es erstmal ausprobieren, deswegen Iteration. Scheitern ist erlaubt, beziehungsweise auch gewünscht. Und deswegen hilft das sehr stark. Der ästhetische Kapitalismus der Gegenwart basiert in seiner avanciertesten Form auf projektorientierten Arbeitsweisen, die das lange vertraute Muster einer routinisierten Arbeiter- und Angestellten-Tätigkeit hinter sich gelassen haben. An deren Stelle haben sich Tätigkeiten geschoben, in denen die ständige Produktion von Neuem, insbesondere von symbolischen Produkten, vor einem an diesem neuen interessierten Publikum zur zentralen Anforderung avanciert ist. Die sogenannte Creative Industries, die Kreativindustrien, stellen hier nur die Spitze des Eisberges dar, die Spitze einer tiefgreifenden Kulturalisierung der Ökonomie. Makerkultur ist eigentlich sehr viel dieser ganze Selbermachbereich bei uns im Heft und ich glaube auch an Orten wie in diesem Fab Lab ist es immer so, dass mit der Technik, sprich man hat digitale Tools, man arbeitet natürlich immer noch am Computer, aber nutzt den eher zum Entwerfen, hat den Geräte, die einem da bei der Ausführung helfen. Das sind also nicht mehr nur die Werkzeuge, die man früher hatte, die gibt es natürlich immer noch, sind aber sehr viele digitale Werkzeuge, wie halt der 3D-Drucker, das heißt, ich gestalte am Computer und der 3D-Drucker erzeugt mir denn in Kunststoff oder anderen Materialien in 3D zum Anfassen das, was ich designt habe. Das sind andere Geräte, die es schon früher gab, Fräsen, Lasercutter funktioniert so ähnlich, halt nur mit dem Laser, das heißt, aus Kunststoff, Metall, Holz kann ich hier Teile aussägen und bauen. Und das ist so die Maker-Kultur, glaube ich, in einem engeren Sinne. Ich merke halt, dass die Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen wollen, als Hobby auf jeden Fall steigt. Und ich merke auch, dass zum Beispiel auch gerade in Berlin natürlich die Zahl von Firmen steigt, deren Produkt irgendwas mit Hardware ist. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass es man keine Riesenfirma mehr braucht, um sowas zu entwickeln. Dann gibt es sehr viele Leute, die kommen einfach aus so einer Bewegung, wo das auch so eine Art Freisein von Kommerzialität bedeutet, so nach dem Motto, wir verstehen die Dinge, die wir kaufen, ne, so eine Hackerkulturgeschichte und eventuell auch, ich muss mir nicht alles kaufen, weil ich es mir selber bauen kann. Das heißt, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sphären, die überschneiden sich halt, aber es ist halt noch ein bisschen unterschiedlich, was die Leute da rausziehen wollen. Ne? Also Crowdfunding ist eine Form der Projektfinanzierung und im Wesentlichen geht es darum, dass viele Leute kleine Geldbeträge an ein Projekt geben, um das dann möglich zu machen, dass das realisiert werden kann. Und das kann eine private Idee sein, das kann ein Startup sein, ein Unternehmen, das sich gerade gründet, eine Produktidee, ein kreatives Produkt wie ein Film, ein Album oder was auch immer. Und meistens passiert das dann über spezielle Online-Plattformen, Crowdfunding-Plattformen, wo man die Idee präsentiert und dann eben diese Crowd, diese Menschen findet, die einen dann Geld geben bzw. das Projekt unterstützen.